Ach so, auch für das Kneipp-Körper-Peeling-Creme. Oh. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich war mal wieder im Sparwahn, Shoppingwahn. Furchtbar, ich habe zweimal bei Flaconi bestellt. Beide kamen gleichzeitig heute bei mir an. Ja, die waren auch nicht so ganz so vorbereitet auf diesen Ultra-Ansturm, den die da wahrscheinlich bekommen haben. Zum einen habe ich einmal geshoppt zu einem Zeitpunkt, wo man ganz, ganz viele Sachen gratis mit dabei bekommen hat. Unter anderem ein Parfüm im Wert von fast 46 Euro. Wow. Und einmal habe ich geshoppt, als es 30% auf alles gab bis 14 Uhr. Ich glaube, das gibt es in der Weihnachtszeit fast jeden Tag. Müsst ihr mal gucken. Ich hatte das nämlich jetzt schon ein paar Tage lang gesehen. Und da habe ich mir dann diese drei wunderschönen Geschenkboxen bestellt. Ja, seid gespannt. Also es gibt quasi ein Haul und drei Unboxings in diesem Video. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, anfangen möchte ich mit dem Part, wo ich quasi euch jetzt ein Haul vorstelle und einige Sachen gratis dabei hatte. So, los geht's. Dieses Parfüm habe ich gekauft, weil ich es immer schon mal haben wollte und ich eine Duftprobe mal in einer Zeitschrift hatte und es unheimlich gut riechen fand. Und zwar ist das das Yves Saint Laurent Black Opium. Hier seht ihr das. Ich befreie es mal eben aus seiner Verpackung. So sieht diese wunderschöne Verpackung aus. Und ja, hier ist ein Guckloch. Das finde ich echt schön. Es wird nichts bringen, wenn ich die Parfüms heute testen werde, weil ich enorm erkältet bin. Also entschuldigt, falls ich jetzt ab und an mal eine rote Nase habe, dann habe ich mich wahrscheinlich während eines Schnitts... ja, habe ich mir dann während eines Schnitts wahrscheinlich die Nase geputzt. Ja, also ich fand den Flakon sehr, sehr schön. Dieses Parfüm ist sehr, sehr schwer, weiblich, was für den Abend. Und ja, ich fand es wunderbar und es war einfach im Sale und da musste ich zuschlagen, da konnte ich nicht Nein sagen. Das hat jetzt 37,95 Euro gekostet und da war jetzt nichts gratis mit dabei, aber ich finde es hammer geil. Und freue mich, dass ich das für so, so günstiges Geld ergattert habe. Tja, bei dem nächsten konnte ich nicht wissen, dass ich das kurze Zeit später gewinne. Da habe ich nämlich in der Insta-Box ein Glücksticket drin gehabt. Da verlinke ich euch hier oben mal das Video zu dem Unboxing dazu. Und habe dann tatsächlich jetzt gerade erst dieses Parfüm gewonnen. Und zwar ist es Boss The Scent for Her. Ein mega schönes Parfüm. Ich lasse es deswegen zu, weil es auf jeden Fall weiter wandern wird. Sei es in eine Verlosung, vielleicht in die 2000 Abonnenten-Verlosung oder es wird zu Weihnachten verschenkt. Da muss ich mir noch ein bisschen Gedanken machen und gucken, was ich so an Geschenken schon habe und was ich noch brauche. Aber ein so, so geiler, sanfter, blumiger Duft, den ich liebe. Und gratis mit dabei gab es zwei Bodylotions in der Probiergröße von 50 ml. Einmal Boss The Scent for Her und Boss Marie. Und ich liebe parfümierte Bodylotions. Oh, es ist einfach großartig. Und es war halt gratis mit dabei. Wie gesagt, dran riechen wird jetzt gerade nichts bringen. So sehen die beiden aus. Und ich finde, 50 ml sind schon echt derbe Größen. Und es gab es einfach gratis mit dabei. Nicht nur, dass das Parfüm im Sale war, sondern dann gab es auch noch diese beiden schönen Schätzchen gratis mit dazu. Und das finde ich hammermäßig cool. Das nächste Parfüm, das ich bestellt habe, ist hier von Calvin Klein, das Euphoria Blossom. So sieht der Flakon aus. Ich finde den sehr schön. Also, das ist mal wirklich eine ganz andere Form. Ich mag es, dass er pink ist. Ich mag, dass der Duft sehr, 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 sehr schön blumig ist. Und sehr leicht, eher was für den Frühling, finde ich. Und ja, gratis mit dabei gab es dann von Calvin Klein Woman eine Bodylotion. Und so sieht sie aus, auch schön in rosa. Ja, und natürlich war das Parfüm auch im Sale für 24,95 €, also musste es mit. Ihr merkt, ich habe meinem Vorsatz, den ich eigentlich hatte, nur ein einziges Parfüm zu haben, ein bisschen widersprochen und mich ein bisschen eingedeckt, aber naja, das eine oder andere geht dann ja auch zu Weihnachten weg, ne? Ach Mensch. In einem meiner Adventskalender hatte ich einen Cognac-Schwamm und ich war jetzt nicht so ultra begeistert davon, habe aber gehört, dass die sehr, sehr gut sein sollen. Nur
Der war dann wahrscheinlich nicht so gut. Ich wollte mir einfach mal eine Alternative holen und das ist jetzt der von Cosé geworden. Den werde ich dann auch mal ausprobieren. Und gerade ist mit dabei, gab es eine Gesichtsmaske, da konnte ich auch nicht nein sagen. Da musste das natürlich mit. Als nächstes habe ich das S. Oliver Soulmate Parfüm bestellt. Das fand ich einfach schön. Ja, so sieht das Soulmate dann aus. Und ich finde das Design, wie man das bei S. Oliver so kennt, relativ schlicht. Dafür hat es aber einen sehr, sehr schönen roten, dunkelroten Deckel, der auch echt schön in matt gehalten ist und das Ganze dann schon ein bisschen aufwertet. Und ja, das riecht wirklich sehr weiblich, sportlich, ein bisschen blumig, frisch. Ja, finde ich richtig toll. Und gratis mit dabei gab es ein Duschgel. Ja, ich meine, das sind 75 Milliliter, ne? Das ist S. Oliver Black Label. Ja, deswegen habe ich mich da auch sehr drüber gefreut. Bei diesem Parfüm gab es tatsächlich nichts gratis mit dabei. Das ist das Paco Rabanne Pure XS, aber es war halt im Sale. Die Umverpackung ist mega hochwertig. Die ist total schön samtig. Also dafür, dass es wirklich nur die Verpackung ist, ist es echt heftig. Ist eigentlich schade, weil ich die so meistens so wegschmeiße. Also was soll ich sagen? Es ist einfach wunderschön, richtig schön hochwertig. Und auch davon hatte ich eine Parfümprobe mal und ich habe mich direkt verliebt. Das ist einfach extrem fruchtig, richtig, richtig, richtig toll. Gefällt mir. Und ja, das ist ein tolles Parfüm. Noch eins. gratis mit dabei gab es das Lacoste Pure Femme 30 Milliliter. Normalerweise kostet das circa oder ziemlich genau 45,95. Wahnsinn! Ich war hin und weg, als das halt oben erschien bei mir im Warenkorb. Sie können das und das Parfüm auswählen. Ich so, what? Hab mir dann angeguckt, was es wert ist und so, ach du Scheiße! Ja, natürlich habe ich das dann direkt in meinen Einkaufskorb gelegt. So sieht der Flakon aus. Das ist das Légère Pour Femme und es soll sehr frisch riechen und halt sehr leicht und ja, halt was Absolutes für den Alltag sein. Mir gefällt es, dass das hier an den Seiten so ein bisschen, ne, seht ihr das? Eingedellt ist, wie auch immer man das sagt. Mir gefällt es, dass es hier Milchglas ist und ich finde auch den Deckel total schön und ja, ich habe mich mega drüber gefreut, dass das mit im Einkaufskorb landen durfte für Umme. So, die beiden Parfümproben, die dieses Mal mit dabei waren, ist einmal La Vie Belle L'Éclat. Ich glaube, das ist ein bisschen anders als das La Vie Belle, was ich normalerweise habe. Deswegen werde ich das auch auf jeden Fall mal riechen und gucken, wie das riecht, sobald meine Nase wieder frei ist. Und dann war von Dior La Crème Multi-Perfection. Eine Gesichtscreme von Dior war mit dabei. Das sind 3 Milliliter, das ist so ein kleines Pröbchen. Niedlich. Aber ich finde es cool, wenn so kleine Gesichtscremeproben oder irgendwelche Proben überhaupt so in so kleinen Tüpchen mit dabei sind. Ich finde es schöner, als wenn das in so einer klassischen Zeitschriftengröße ist, diese flachen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich finde es einfach viel schöner und das finde ich richtig cool. Das war Einkauf Nummer 1. Gehen wir zu Einkauf Nummer 2. Zuallererst habe ich mir gegönnt, Kneipp, dieses Peeling, wo ich sagte, ich muss das unbedingt in groß haben und jetzt gibt es das in groß und oh, ich freue mich so sehr drauf. Es wird relativ schnell bei mir in die Dusche kommen, auch wenn es fucking 6,95 € gekostet hat. Ich rieche nichts. Warum rieche ich dran, wenn ich nichts rieche? Ich weiß es auch nicht. Naja, auf jeden Fall ist hier so eine Alu-Verpackung auch nochmal drüber. Oh, dieses Peeling. Das wird so mein Sonntags-Verwöhn-Peeling werden, irgendwie, weil ich mir das halt echt versuche dann einzuteilen und nur sehr, sehr sparsam benutzen werde. Aber ich freue mich so, dass es jetzt bei mir eingezogen ist. Die beiden Proben, die ich jetzt mit dabei hatte, das war einmal von Lancôme, Rénergie Multilift Crème Légère mit gemilderte Falten, neu definierte Gesichtskonturen, straffere Kinnpartie und leichte Textur. Ja, Mentau. Ich glaube, dass so ein kleines Prüppchen das nicht machen wird. Und dann La Femme von Prada Eau de Parfum. Eine Parfümprobe. Nicht, dass ich schon 5 Millionen Parfüms jetzt hätte oder Parfümproben. Egal. Ach so, auf diesen Einkauf habe ich übrigens 30% Rabatt bekommen. Das heißt, ja, auch auf das Peeling natürlich.
Die Boxen, die ich jetzt hier für euch habe, ja, werde ich dann jetzt nach und nach mal öffnen. Und dann lege ich doch mal einfach mit der ersten Box los. Das hier ist die erste Box. All I want is magic. Zeit für bezaubernde Beauty-Momente. Los geht's. Also diese Boxen kannst du auch super zu Weihnachten verschenken. So. So sehen, glaube ich, alle drei Boxen dann letztendlich aus. Hier hast du von Flaconi das Logo drin. Und so lassen sich die Boxen öffnen. Tada! Und immer mit dabei hast du auch so eine Grußkarte. Ein bisschen schade finde ich, dass du diese Außenverpackung, dieses Lilane, was ich eben dran hatte, erst abreißen musst. Das kannst du nicht einfach so runterschieben, um an die Karte ranzukommen. Das ist ein bisschen blöd, denn sonst kannst du ja die Karte gar nicht beschreiben. Denn hier hinten könnte man sie theoretisch beschreiben. Das ist Tinnef, oder? Naja, nicht so wirklich gut überlegt, aber hier haben wir die erste Karte. Und ich meine, in der Theorie kann ich sie definitiv als Weihnachtskarte verwenden, oder? Dann öffnen wir mal das Seidenpapier. Du konntest auch auf der Homepage immer sehen, was für Produkte da drin sind. Und ich glaube, du kannst die Boxen auch immer noch online kaufen. Und ich glaube, dass sie sogar schon reduziert jetzt mittlerweile sind. Das erste Produkt, was drin ist, ist von Clinique. Take the Day Off Make-up Remover. Eine Luxusprobe, würde ich mal so ziemlich sagen. 30 Milliliter sind da drin. Ich schaue mal, ob ich die Werte von den Produkten auch herausfinden kann und würde euch das dann auch immer entsprechend einblenden und euch am Ende dann auch immer den Boxenwert einblenden. Ich glaube, das wäre ganz cool. Genau. Ja, sowas finde ich schön. Das ist so ein Zwei-Phasen-Make-up-Entferner und den muss man dann halt schütteln, wie das halt bei diesen Dingern ist, damit er so schön milchig und dann kann man sich den auftragen. Mal gucken, wie der so performt. Als nächstes habe ich hier drin von Yves Saint Laurent und ich denke, das wird ein Lippenstift sein. Oh ja. So sieht das schöne Schätzchen aus. Richtig schön. Und diese Farbe, sieht man hier vorne schon, scheint sehr, sehr nudig zu sein. Ist das ein niedliches Füßchen? Guckt euch das mal an. Es ist so geknickt. Das ist richtig cool. Das gefällt mir. Und das ist in der Farbe 407. Also diese Lippenfarbe oder Liquid Lipstick würde ich fast schon dazu sagen, der soll so einen Vinylschein auf die Lippen bringen, ist sehr, sehr hoch pigmentiert und sehr gut langanhaltend sein. Der soll die Lippen für 10 Stunden hydratisieren und ja, im Prinzip nicht nur Lippenfarbe geben, sondern auch die Lippen pflegen. Das heißt, Tag für Tag wirst du deine Lippen immer schöner machen, allein dadurch, dass du dir schöne Lippen schminkst. Dann habe ich noch was von Yves Saint Laurent mit drin, und zwar eine All Hours Foundation. So sieht die kleine Mini-Verpackung aus. So, hier bei der Foundation hast du drin 5 Milliliter. So sieht sie aus. In so einem kleinen Tübchen kommt sie dann. Die soll langanhaltend sein, matt sein und sogar Lichtschutzfaktor haben. Lichtschutzfaktor 20. Das ist in der Farbe B30 Almond. Da muss ich online mal gucken, ob das meine Farbe wäre. Aber Mandel könnte theoretisch zu meinem Hautton passen. Mal gucken. Als nächstes habe ich von Bare Minerals etwas drin. Und zwar scheint es auch eine Foundation zu sein. Ganze 0,3 Gramm verbirgen sich hier drin. Wow, 0,3 Gramm. In der Farbe Medium Beige 12. Okay. Es kommt einfach ein Mini-Kabuki-Pinsel mit. Wahrscheinlich, weil die sich gedacht haben, okay, in dieses Pöttchen kannst du auch nicht mit einem normalen Pinsel rein, weil es einfach nur 0,3 Gramm sind. Aber das ist so eine Puder-Foundation. Das finde ich richtig cool. Wie süß. Richtig rumhalten. So, mit einem Kabuki-Pinsel in Mini-Klein. Ach, wie süß. Richtig süß. Da bin ich echt gespannt, was man sich so einfallen lässt, ne? Erstmal so einen Mini-Pinsel mit reinpacken. Wahnsinn! Also man hat ja schon richtig vieles gesehen, ne? Diese kleinen Mini-Applikatoren oder auch kleine Pinselchen, aber ein Mini-Kabuki habe ich persönlich noch nie gesehen. So, auch von Shiseido gibt es hier eine Synchro Skin Lasting Liquid Foundation. Auch wieder in einer Luxusprobegröße. In der Farbe Neutral 3. Ja,
Bin ich wirklich gespannt drauf. Ich finde es unheimlich cool, dass hier so viele verschiedene Foundations drin sind. Dann kann man sich einmal durchprobieren. Und das finde ich ja cool, ne? Dass man sich einmal durchprobieren kann und schauen kann, welche vielleicht mega gut zu einem passt, weil die ja nicht günstig sind und sich die dann vielleicht auch mal in groß holen könnte. Als nächstes ist hier von Terry etwas drin. Und zwar ein Hyaluronic Hydra Powder. Ganze 1,3 Gramm sind hier drin in diesem kleinen süßen Pöttchen. Okay, das kann ich noch nicht so ganz verstehen, was es sein soll. Das ist einfach ein Puder, aber ein Hydra-Powder? Also hydratisieren wird ein Puder ja eigentlich wohl nicht, oder? Als nächstes habe ich eine Gesichtscreme drin von Sisley. Das ist eine relativ teure Marke und die soll den Glanz minimieren und auch kleine Fältchen. Wow. Und hier sind 5 Milliliter drin. Als nächstes habe ich einen Kohlkajal von Lancôme hier drin. Das ist auch eine Luxusprobe, würde ich mal so sagen, denn das ist ja nicht die normale Größe in der Farbe 01 Noir. Und da hast du 0,7 Gramm drin. Ja, einfach ein ganz normaler Kohlstift, den man so hat. Ein Kajal, würde ich mal so sagen. Oder du kannst ihn auch oben als Eyeliner benutzen, aber dann rutscht er mir einfach zu sehr. Auch von Lancôme habe ich hier eine Mascara drin, und zwar die Hypnose-Mascara. Richtig toll, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen für meinen nächsten Mascara-Test. Volumen nach Maß. Hier hast du 2 Milliliter drin und das ist in der Farbe 01 Noir Hypnotic. Und als letztes ist ein kleiner Umschlag hier mit drin von Yves Saint Laurent. Und da gucken wir mal rein. Und drin versteckt sich eine kleine Probe von der Encre de Peau All Hours Foundation. Hier sind auch nochmal die ganzen verschiedenen Farbtöne aufgelistet. Das hier ist jetzt der Farbton B50, also das hält sich so im mittleren Sortiment auf. Segment, nicht Sortiment. Auch richtig cool. Das war Box Nummer 1. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein, der sich berechnet aus dem UVP, berechnet an den kleinsten Größen, die ich so finden konnte. Kommen wir nun zur zweiten Box. Hier ist sie. Auch hier haben wir eine schöne Karte mit drin. Das erste Produkt, was wir hier drin haben, finde ich super. Und zwar ist es von Biotherm Aquasource Night Spa. 50 Milliliter. Das ist wirklich das ganz große Moped. Ja, das finde ich super, super cool, dass so eine riesengroße Originalgröße damit drin ist. Und Night Spa, Leute, kann ich immer gut gebrauchen. Das ist eine Nachtcreme und ja. Nachtcreme hat man nicht so oft in irgendwelchen Boxen drin, sondern immer eher so Tagescremes. Also ja, ich benutze aktuell auch eine von Biotherm, die 24-Stunden-Feuchtigkeitscreme als Nachtcreme. Deswegen freue ich mich drauf, die hier jetzt bald als richtige Nachtcreme benutzen zu können. Dann hast du hier drin von Barbour drei Ampullen, Mini-Einsatz, Maxi-Wirkung. Die hier. Und zwar hast du einmal Beauty Rescue, Widerstandskraft und Ausstrahlung, dann Perfect Glow, Ausstrahlung und Feuchtigkeit und Lift Express, sofortige Glätte. Und das sind drei Ampullen, à 2 Milliliter. Dann hast du von Biotherm ein Aquasource Gel hier mit drin. Das sind 20 Milliliter und ja, finde ich auch richtig, richtig toll. Ist eine gute Größe, auch wenn man es einfach nur mal austesten möchte und ja, mega. Von Kiehl's hast du hier eine Handcreme mit drin, 30 Milliliter, Ultimate Strength Hand Salve. Genau, so sieht sie aus. Kiehl's ist auch eine unheimlich gute Marke. Also diese Box hier gefällt mir, glaube ich, sogar am besten. Wobei ich nur zwei gerade gesehen habe, aber ich denke schon. Ja, mega, mega geil. 30 Milliliter ist auch eine super Größe. Die kannst du perfekt in der Handtasche machen. Und die sind halt nicht zu riesig, ne? Wenn du dir die von aus der Drogerie so holst, sag ich mal, hast du ja echt immer große Größen, 75 Milliliter oder sogar 100 Milliliter. Und ja, das kriegst du nicht so einfach in der Handtasche wie sowas. Auch wenn natürlich die größeren Verpackungen in dem Sinne dann ja günstiger sind. Aber ja, sowas finde ich super. Dann hast du hier von Biotherm ein Omicell, also ein Micellenreinigungswasser, auch ein Make-up-Entferner, 30 Milliliter. Das scheint mir nicht ein. Nee, zwei Phasen sind das nicht. Das ist einfach ein Micellenreinigungswasser. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, das auszutesten. Von Shiseido ist hier so Ginza Tokyo Altimmune Power Infusing Konzentrat. Also, das ist so ein energieaktivierendes Gesichtskonzentrat, was man sich dann quasi nach dem Toner aufs Gesicht gibt und dann ja die Feuchtigkeitscreme drüber machen könnte, theoretisch. Perfekt. Perfekt.
Ha! Als hätte ich mich dafür angezogen, oder? Ja, richtig schön. Ich mag ja wirklich die Verpackung. Das ist echt ansprechend. Da habe ich Bock drauf. Von Estée Lauder Advanced Night Repair. Das ist 7 Milliliter. Das ist auch so ein kleines Fläschchen. Habe ich zurzeit in Verwendung. Total super. Genau das gleiche. Hatte ich letztens mal in einem Set mit drin und gefällt mir auch richtig gut. Ich finde es leicht säuerlich und es ist sehr dickflüssig, ne? Das ist so ein Serum, was ich halt nach meinem Toner verwende. Und dann mache ich mir das auf die Finger und verreibe mir das und gebe mir das dann in mein Gesicht. Und das ist von der Konsistenz für ein Serum, meiner Meinung nach ja, sehr, sehr dickflüssig. Aber es hat bislang gute Wirkungen gezeigt und ich trage zum Beispiel heute auch keine Foundation oder sowas. Das ist halt meine ganz normale Haut, die ihr so seht. Das Einzige, was ich drauf habe, ist, dass ich mir die Lippen geschminkt habe, ein bisschen Mascara, ein bisschen Eyeliner. Das ist halt so ein bisschen Alltagslook. Aber ich finde, durch diese ganzen hochwertigen Serien, die ich in letzter Zeit verwende, ist meine Haut deutlich besser geworden, meine Poren wirken verfeinerter und mein Hautbild irgendwie frischer. So, als nächstes habe ich von Lancôme das Advanced Genifique Activateur de Jeunesse, ein Youth Activating Konzentrat. 7 Milliliter sind auch hier drin. Auch dieses Konzentrat ist mir bereits bekannt und ich finde es sehr, 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 sehr schön. Nicht nur von der Verpackung her, weil es sieht zum einen richtig toll aus. Zum anderen hast du hier auch eine super Anwendung, indem du einfach das Ding hier aufdrehen kannst und das ist halt eine Pipette. Und dann kannst du es dir direkt auf dein Gesicht geben und dann mit den Fingern einmassieren. Es ist super. So, und last but not least, in dieser Box ist etwas drin, was ich unfassbar, unfassbar interessant finde. Das ist eine Maske. Aber so eine Maske. Also es scheint tatsächlich hier diese Tuchmaske, dieses Sachet zu sein, relativ trocken. Und dann kannst du dir dieses Elixier auf die Maske geben. Und ja, dann auf dein Gesicht und du kannst es genau dosieren. Ich meine, letztendlich, ne, gibst du dir ordentlich was drauf? Nee, noch anders. Das Konzentrat aus der Spritze direkt auf das gereinigte Gesicht auftragen, bis die Haut gesättigt ist. Die Maske auf das Gesicht auflegen, perforierte Schutzfolie abziehen, Vlies an die Konturen anpassen, 10 bis 15 Minuten wirken lassen, abnehmen und überschüssiges Serum leicht einmassieren. Ach, wie interessant ist das denn? Werde ich auf jeden Fall mit euch mal austesten. Vielleicht kriegt dieses coole Teil sogar sein eigenes Video. Ich weiß es nicht, aber eigentlich finde ich so eine Maskenwoche insgesamt immer viel cooler. Ja, was soll die überhaupt machen? Detox and Replumping. Also das soll mein Gesicht aufplumpen lassen. Okay, ja, bin ich gespannt. Von Willis? Developed by Dr. Felix Bertram. Aha, sagt mir ehrlich gesagt leider gar nichts. Ja, hat mich mega beeindruckt und ich finde diese Box allgemein ziemlich geil. Auch hier blende ich euch mal den gesamten Wert der Box ein. Ich bin wirklich gespannt, was da für ein Wert bei rauskommt. Also ich glaube, dass die Boxen um einiges mehr wert sind als das, was wir dafür bezahlen müssen bei Flaconi. Also ultra. So, dann kommen wir mal zu der Box Nummer 3. Also diese Box ist aktuell die am meistgefülltesten, würde ich mal so sagen, wenn man das so überhaupt sagen kann. Auch hier gibt es wieder ein Weihnachtskärtchen mit dabei. Und dann öffnen wir das Seidenpapier. Oh mein Gott. Okay, warum das Ding so gefüllt und schwer ist, ist, weil hier so eine Ultrakerze mit drin ist. Ja, der Wahnsinn. Das ist Parks London Aromatherapie. Pure Orange and Lavender. Also kein Wunder, dass ich das hier riechen kann, trotz Nase zu. Weil das eine Aromatherapie sein soll. Und diese Kerze ist ja riesig. Und die fühlt sich mega cremig an. Also Wahnsinn. Das wird eine Geruchsexplosion geben. Und guckt euch dieses Packaging an. Ich bin wirklich gespannt, was so eine Kerze normalerweise kostet. Und es scheint auch eine Originalgröße zu sein. Das ist 30 cl Aromatherapy Candle Pure Orange 235 Gramm. Wahnsinn. Ja, finde das schon mal ganz cool. Oh mein Gott, da sind so geile Sachen drin, Leute. Von Bloss Bed of
In Bed of Roses Body and Hand Lotion. Davon hatte ich schon eine Probe mal gehabt, als ich bei Flaconi bestellt habe. Das hier sind jetzt 30 Milliliter und das fand ich schon cool. Es riecht schön nach Rose. Es war richtig toll. Ich war nur traurig, dass es nur so wenig war und jetzt habe ich 30 Milliliter. Auch das ist relativ klein, aber trotzdem geil. Und dann habe ich hier mein Lieblingsduft von Roger and Gallet, Jean Rouge, das ist ein Hand- und Nagelbalsam. Ganz ehrlich, ich habe zwar 5 Millionen Hand- und Nagelbalsame, aber ich liebe diesen Duft und 30 Milliliter, komm, die haben wir schnell leer. Wunderschön, ich liebe es und ah, geil. So ein schöner Duft. So ein geiler Duft. Dann habe ich hier so ein Säckchen drin. Aus Samt, Eden Minerals. Und ich denke, wenn das in einer solchen Verpackung ist, dann muss das ein ultra krasses Produkt sein. Ich bin gespannt, was es wert ist. Not for sale. Ja, gut. Ich habe es gekauft, Leute. Tut mir leid. Hier oben ist ein Apfel drauf. Sieht man das? Oder blendet das zu sehr? So. Oder ist das ein Pfirsich? Das ist, ja, Idun Magna L. Eine Mascara ist das. Yay! Noch was für meinen. Ich hätte es auch einfach drehen können, ne? Hier vorne steht es drauf. Ein Hoch auf mich. Instant Volume Length and Care. Oh, geil. Für meinen Mascara-Test, ne? Hallo. Ja, das Bürstchen sieht interessant aus. Das geht nach vorne so zusammen, ne? So spitz nach vorne zusammen. Aber ist ein ganz normales Bürstchen, kein Gummibürstchen. Und ja, bin ich wirklich gespannt drauf. 4 Milliliter sind hier drin. Und ja. Testen wir das Ganze einfach mal demnächst. Also richtig cool, auch hier oben dieses Muster und dass es in so einem Säckchen einfach kommt, ne? Ich bin wirklich gespannt, wie viel das Ding wert ist. Dann habe ich hier drin von Origins Drink Up Intensive Overnight Mask. Ich glaube, die habe ich schon. Ja, das ist eine Maske, die du über Nacht drauf lassen sollst. 30 Milliliter sind hier drin. Interessant, ne? Das sollen 30 Milliliter sein und das sollen 30 Milliliter sein. Und das auch. Also was so unterschiedliche Verpackungsformen ausmacht, interessant. Naja, auf jeden Fall ist es eine Maske, die du über Nacht drauf lassen sollst. Und da bin ich auch wirklich gespannt drauf. Ja, wenn ich die schon habe, dann wird eine davon auf jeden Fall in meine 2000 Abonnentenverlosung wandern. Ah, ihr könnt euch so freuen, die wird riesig. Puh. Dann habe ich hier eine Duftprobe drin. Eau de Parfum Acqua del Garda Italy. Interessant. Da haben wir 2 Milliliter von drin. Eine unbekannte Melodie, deren Auftakt die spritzige Energie von Bergamotte und Orangenblüten ergibt. Das Herz stellt die herbe Note der Traubenkerne und Gewürze dar, abgerundet mit dem exotischen Duft von Patchouli und dezent holzigem Amber. Ich liebe solche Beschreibungen, Leute. Das liest sich immer wie so ein Gedicht, aber letztendlich ist es nur ein Parfüm, Leute. Die hatte ich eben in einer anderen Box schon mal drin. Tja. Habe ich sie zweimal, wenn es die gleiche ist, wird sie in die Verlosung wandern. Freut euch schon mal. ja, von Bare Minerals, Nothing Beats the Original Foundation. 0,3 Gramm haben wir auch hier wieder drin. Und ich glaube, das ist auch wieder mit diesem mega süßen Kabuki. Her, du Stück, du. Ja, auch das ist in der Farbe Medium Beige 12 mit dem Mini Kabuki. Sehr cool. Ja, wird in die Verlosung wandern, Leute. Freut euch. So, was habe ich hier drin? Hier, also, man guckt rein und sieht erstmal, I want you naked. Okay, nein, ich ziehe mich jetzt nicht aus. Nur weil das Produkt mir das sagt. For you and your skin. Baden macht schön. Dieses Kokosmilchbad macht die Haut straffer, elastischer und wunderbar zart und geschmeidig mit feinem, natürlichen Kokosduft. Ins heiß einlaufende Wasser geben und genießen. Ich habe keine Badewanne. Wird in die Verlosung wandern. Von welcher Marke bist du eigentlich? 35 Gramm ist das, basisch und vegan, auch interessant. Ist die Marke I Want You Naked? Ja. Ich kannte die Marke noch nicht und ich finde sie ziemlich witzig. Ja. Ne? Es scheinen dann wirklich irgendwelche Körperpflege zu sein, denn dann muss man ja nackerlich sein, wenn man das benutzt. Ne? Ja. Und dann habe ich hier noch ein Heftchen drin von Paglieri. Da stehen dann auch so ein paar interessante Infos drin, weil mit dabei ist dieses kleine Ding. Und zwar ist es eine richtig süße Parfümprobe. Also sowas Schönes als Parfümprobe habe ich ja noch nie gesehen.
Das finde ich cool. Da steht auch drin, womit das ist. Und ach Mensch, das ist eine sehr schön verpackte Parfümprobe. Lieber so als so, finde ich, oder? Das ist irgendwie ansprechender. Natürlich auch in der Herstellung teurer, aber für den Konsumenten ansprechender. So, von Love habe ich einen Royal Liner, ein Eyeliner-Pen in der Farbe 110 Grey Allure. Jo, muss nicht immer schwarz sein, kann auch mal grau sein. Mit hier mit dabei. Hier haben wir 0,55 Milliliter drin. Ich denke, das wird eine Originalgröße sein, ne? Das hier sind ja die normalen typischen Größen. Sehr cool. Und man hört wieder, dass da drin irgendwas ist, was es schüttelt, was meiner Meinung nach das Ganze irgendwie hochwertiger wirken lässt. So, als nächstes habe ich von Erborian Korean Skin Therapy eine CC Cream. Auch wieder eine niedliche Probiergröße von 5 Millilitern, aber ja, interessant. Ich habe, glaube ich, noch nie eine CC Cream benutzt und werde sie mal ausprobieren und bin ganz gespannt. Da werde ich euch dann in meinem Aufgebrauch-Video von berichten können. Und last but not least habe ich hier eine Lidschattenpalette von Love drin. Und zwar The Rose Copper Eyeshadow Palette. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die schon. Das heißt, die hier wird dann auch weiter wandern. An wen auch immer, das muss ich nochmal gucken. Aber ja, sie wird auf jeden Fall dann nicht bei mir bleiben, weil was soll ich mit zweimal der gleichen Eyeshadow-Palette? Das ergibt nun mal überhaupt keinen Sinn. Ich hole mal eben die, die ich habe. Ja, und zwar hatte ich die damals mal bei The Real Sweet Sunny bei der lieben Sabrina gewonnen. Ja, das ist meine, das ist genau die gleiche. Die habe ich auch schon benutzt. Sieht man ein bisschen, aber nicht viel, weil ich sie nicht mega oft benutzt habe. Erstmal so, ich glaube, 1, 2 Wochen habe ich die erstmal nur benutzt. Und ja, so sehen die Farben aus. Ich finde sie mega geil. Und oh, Wahnsinn. Finde ich einfach cool, dass die jetzt auch noch wieder mit dabei ist, weil dann habe ich ja was für euch. Für mich persönlich wäre es schöner gewesen, wenn es dann eine andere gewesen wäre. Dann hätte ich sie nämlich behalten. Aber ja, ist doch cool. Dann habe ich was für eine Verlosung für euch. Ich bin echt hin und her gerissen, ob ich jetzt die zweite oder die dritte Box besser fand. Ich glaube die dritte, weil in der dritten waren sowohl Pflegeprodukte als auch so dekorative Kosmetik so ein bisschen vereint. Also ich blende euch hier auch mal den Gesamtwert von der dritten Box ein und ja, bin wirklich gespannt, wie hoch der Wert dann am Ende sein wird. Das sehe ich ja dann erst wirklich, wenn ich es zusammenrechne nachher beim Schneiden. Wahnsinn. Ja. Das war jetzt mein Haul, liebe Leute. Und Unboxing und irgendwie alles zusammen. Wahnsinn. Ich habe es echt übertrieben, oder? Ich gelobe Besserung. Ich kaufe mir kein Parfüm mehr. Erstmal. Keine Pflegeprodukte. Erstmal. Dieses Erstmal ist immer so schön, ne? Oh. Naja, und es wird auf jeden Fall sehr, sehr bald eine sehr, sehr große Verlosung für euch geben. Wahnsinn. Und ja, natürlich auch ganz viele tolle Weihnachtsgeschenke für meine Familie und für meine Freunde. Und ich denke, dass sie sich alle sehr darüber freuen werden, was sie so von mir bekommen. Denn hier überall haben sich dann auch sehr viele Weihnachtsgeschenke angesammelt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten, ja, wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich hoffe, du bist nicht allzu sehr im Weihnachtsstress. Und ja, ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, die ich so für euch gemacht habe. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!